So, und hier gehen wir mal durchs Fahrerlager, was da heute so los ist. Die ersten der Gruppe 2 sind auch schon wieder auf dem Weg zum Start. Vorsicht, aber Platz machen da bitte. Dankeschön. Jawohl. Hier wird fleißig geschraubt. Hier sind schon welche am Fahren. Wir genießen noch einige die kurze Pause, bis es zum nächsten Rennen weitergeht. Da wird geschraubt. Heftig, heftig, heftig. So, hier kommen wir zu einer Kinder. Die Jungs haben auch gerade Pause und die Jungs haben auch gerade Pause, die hier so schön langlaufen. Hier, der hat eben den Platz 1 gemacht. Sauber, Henrik. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr schön. Was? Habt ihr was zu erzählen? Wollt ihr euren Fans was erzählen? Jetzt habt ihr die Chance. Ist alles super gelaufen? Ja, alles top. Stopp. So, wir laufen einfach mal weiter und gucken mal, was hier so los ist. Oh, hier schaut mal, Kart Bundesliga bei HR Performance League. Hier ist auch richtig was los. Die Schimmizex lassen auch grüßen hier. Ja, da sind sie alle. Und da ist einer ganz gut. Der ist übermüdet, der Kleine. Ach, der ist übermüdet, der Kleine. Was habt ihr mit dem angestellt? Ist der gefahren? Ja, ja, eben drum. Ihr macht so anstrengend. Ihr macht den fertig. Fertig. So, gucken wir mal, wen wir dann noch so haben. Da sitzt auch eine Truppe und genießt gerade die Pause bis zum nächsten Rennen. Hallo. Hallo. So, jetzt gehen wir hier mal rum. Heute ist das Fahrerlager ja mächtig voll hier. Da könnt ihr mal schauen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil alles heute voll ist. Oh, guck mal hier, selbst die Kleinsten haben einen super Platz gefunden. Eine schöne Pause wird hier eingelegt. So, guck mal, da unser treuer Begleiter hier. Und da stehen sie wieder und da wird philosophiert. Und die Nächsten kommen und bahnen sich einen Platz durch das Enge hier. Und überall wird philosophiert, über das Rennen, wie es denn gelaufen ist. Der Grill steht für heute Abend schon bereit. Hier ist auch die große Truppe gerade am Fahren, so wie es aussieht. Aber einer hält die Stellung. Und da sind auch wieder welche fleißig am Schrauben hier. Unser Paule, der macht das mal wieder. Was? Paule, machst du das nicht gut? Hast du noch einen Tipp für unsere Leute hier? Du bist gerade live. Was erzählst du da allerdings? Gerade live. Gerade live, Paul. Hast du ein... Der will jetzt Fernsehen. Der will nicht. Oh, du bekommst jetzt Fernsehen, du kommst sonst Manu TV. Okay, so, jetzt mit Käppi nochmal. Das sieht gleich viel sportlicher aus, so. So, dann gucken wir hier nochmal. Unsere Gäste ganz aus Freiburg angereist. Weite Wege nehmen sie auf sich, um zu uns zu kommen. Da sitzen sie. Oh, Kroatien lässt grüßen. Jawohl. Hier, Kalle auch. Auch Kalle braucht mal ein Päuschen. Auch nicht hier. Hast du mich entdeckt? Ich habe dich entdeckt. Und weiter geht's. Da ist übrigens eine große holländische Truppe angereist. Oder da stehen sie da hinten. So, wir gucken noch mal weiter hier, weil heute ist ja kein Ende in Sicht. Das ist ja unfassbar hier. Oh, das ist ja sehr cool. Hier hat man sich eine gemütliche Sitzbank gleich mit hingebaut. Das vielleicht als Tipp für euch am Rande. Einfach mal die Sitzbank da herstellen. Voll cool, voll cool. Und hier, die sind wieder alle am Fahren. Und auch sehr cool, oder? Alkoholfrei Sport genießen. Der Verein macht mit. Finde ich mal wieder sehr, sehr cool. So, wir sind hier schon im hinteren Teil angekommen. Wie ihr seht, ist immer noch kein Ende in Sicht. Wir gehen jetzt mal weiter bis zum Schluss. Da könnt ihr mal sehen hier, das ist brechend voll, Liebe. Liebe Leute, es ist brechend voll. Ganz am Ende stehen auch noch welche zu schrauben. Und hier geht es weiter rum. Auch hier haben wir Schrauber am Werk. Auch hier wird wieder alles vorbereitet für den nächsten Start. So. Hier kommen wir zum AVD Automobilclub von Deutschland. Auch die scheinen hier ein paar Mitglieder mitgebracht zu haben. Jawohl. Hier steht auch schon das Zelt.
Auch da könnt ihr sehen, viele, viele Fahrer, Schrauber, ganz eifrig wird hier wieder alles vorbereitet für den nächsten Start. Dann gehen wir mal weiter. Das geht weiter und weiter. Da wird auch mächtig geschraubt, überall gibt es viel zu tun. So, wo kommen wir hier denn an? Was steht da denn? Luca Kaiser, eine sehr schöne Fahne und auch ein Topfahrer. So, ich bin noch nicht am Ende angelangt. Selbst hier wird heute noch geschraubt. Es geht also wirklich ganz durch bis zum Ende dieses Mal. Und das in Hasewinkel. Und ihr seht also wirklich bis zum allerletzten Platz ist heute hier der Platz gefüllt. Da sitzen auch wieder welche und machen Pause. Die freuen sich, dass sie im Schatten sitzen dürfen. Ihr habt jedenfalls Schatten! Siehst du mal, und jetzt gehen wir hier zurück. Ja, meine Lieben, das war jetzt mal ein Gang durchs Fahrerlager hier in Hasewinkel, wo ihr sehen könnt, dass mächtig was los ist. Ich habe die Kamera leider nicht gedreht, aber das macht nichts. Dann laufen wir einfach noch ein Stück weiter und dann könnt ihr noch mal den anderen Ausgang sehen, den wir hier haben. Und was für ein Topfwetter, meine Lieben, nicht ein Wölkchen am Himmel. Und von dieser Seite geht es auch zur Kartbahn. Das ist der zweite Eingang, den wir hier haben. Und da geht es dann auch schon wieder runter zur Waage. Da genau ist die Waage, wo die fleißigen Helferlein stehen und arbeiten. Und auch da stellt sich die nächste Gruppe auf. Ihr seht, es ist viel, viel los. Aber gut, bei 91 Startern, da ist das auch nicht.